und damit hallo zurück. Die zweite Saison ist vorbei, man hat sein Ziel erreicht, aber wirklich glatt lief die letzte Saison nicht. Viel Unruhe, Suspendierungen und Prestigeverlust. Dazu kommt dann noch das taktische Formationschaos, welches einen durch die ganze Saison begleitete. Kröllig hält aber weiter an der Dreierkette fest, auch zur neuen Saison. Man nahm gegen Ende der letzten Saison einige leichte Veränderungen vor, und es schien besser zu laufen. Darauf will man aufbauen, um den Kader dementsprechend zu ergänzen. Abgänge gab es bereits zum Ende der Rückrunde, und auf diese folgte nun noch ein weiterer. Der 17-jährige niederländische Keeper Luca Neu zieht es nach Malaga. Laut Kröllig passe der Spielertyp nicht so richtig in die Truppe, zeitgleich musste man Möglichkeiten schaffen, um selber reagieren zu können, und da war Luca die verzichtbarste Lösung. 2,9 Millionen Euro Ablöse überwies Malaga nach Deportivo. Klar war, dass man zur neuen offensiven Ausrichtung auch dementsprechend auf den Außen nachlegen musste. Ein Strich durch die Rechnung machte hier allerdings der Transfermarkt. Geduld war angesagt. Deshalb tat man erstmal was auf der zentralen Mittelfeldposition. Benard Prados streift sich ab sofort das Trikot der Herculinos über. 2,8 Millionen Euro Ablöse zahlte man an Sevilla, um sich die Dienste des 24-jährigen Spaniers zu sichern. Prados soll das Mittelfeld stabilisieren und vor allem führen, weshalb sich Kröllig für diesen Transfer entschieden hat. Ebenfalls wollte man auf der Zehnerposition mehr Konkurrenzkampf schaffen. Cian Fleming kommt ablösefrei nach Deportivo. Der 26-jährige Niederländer ist ein flexibler Spielgestalter, der universal einsetzbar ist. Er wird sich mit La Rubia um die Zehnerposition kloppen. Bei der Innenverteidigung wollte man auch nochmal nachlegen, scheiterte aber hier an den Forderungen der Kandidaten. Kröllig vertraut erstmal dem vorhandenen Material. Im Winter will man aber in der Thematik die Augen offen halten, auch in Anbetracht, dass Dante 42 Jahre alt wird und man die Tempodefizite immer mehr spürt. Ein paar Tage verstrichen durchs Land und der Markt nahm Fahrt auf und der Stein kam ins Rollen. Grund dafür ein Sensationstransfer von Vinicius Junior. Dieser wechselt nach Manchester City, Garnacho als Ersatz nach Real Madrid. Das war der Punkt, wo bei den Flügelspielern Bewegung reinkam und Kröllig abstauben konnte. Der 25-jährige Rodrigo Riquelme kommt per Einjahresleihe von Atletico Madrid. Der Flügelspieler war aufgrund mehrerer Verletzungen in den vergangenen 2 Jahren ohne Zukunft in Madrid. 31 Wochen verletzt in 2 Jahren, aber Kröllig möchte ihm die Chance geben und hat am Ende auch keine andere Wahl. 1,4 Millionen Euro Leihgebühr und eine Kaufoption von 5,2 Millionen Euro. Ob die gezogen wird, hängt wahrscheinlich stark davon ab, ob Riquelme endlich seine Verletzungsanfälligkeit in den Griff bekommt. Ebenfalls legte man auf der rechten Seite nochmal nach und hierbei half Dante. Marquinhos wechselt mit sofortiger Wirkung von Arsenal zu den Herculinos. Der 22-jährige Brasilianer unterschreibt für 3 Jahre und kostete 2,2 Millionen Euro Ablöse. Kröllig war bewusst, dass der Spieler sehr unter fehlendem Selbstvertrauen leidet und auch in den letzten 2 Jahren nur 4 Spiele gemacht hatte, ist aber von seiner Qualität überzeugt. Marquinhos ist ein Spieler mit einer Menge Potenzial, die er leider die letzten Jahre nicht zeigen dürfte. Unsere Aufgabe wird es sein, diese wieder voll entfalten zu lassen. Er wird uns zeitnah weiterhelfen und die Fans können sich auf eine Menge Copacabana freuen. Unterm Strich sind wir zufrieden mit der Transferphase, auch wenn wir gerne mehr getan hätten, aber manchmal muss man halt geduldig sein und nicht blind ins Verderben laufen. Das haben wir diesen Sommer gemacht. Die Challenge wird es jetzt werden, die Taktik bestmöglich in die Köpfe der Spieler reinzuhämmern. Ich habe Vertrauen in die Mannschaft, Fakt ist aber auch, dass wir uns steigern müssen. Ziel ist die Relegationsrunde und um den Aufstieg mitzuspielen. Des Weiteren bleiben Damien van der Vaart sowie Van Persie in der ersten Mannschaft. Sie könnten von der Systemanpassung profitieren, wenn sie sich gut anstellen. Wir haben eine gute Truppe zusammen und können uns auf die Schulter klopfen für diese Transferphase. Am Ende kannst du dir alles, aber garantiert nicht auf die Schulter klopfen. Denn der Obergau sollte sich erst vor dem ersten Spieltag bemerkbar bei dem Trainer machen. Marquinhos dürfte man Stand jetzt überhaupt nicht einsetzen aufgrund der Auslandsregel in der spanischen Liga. Eine Regel, die Kröllig nicht beachtete und einen völlig sinnfreien Transfer als Big Deal darstellte. Kröllig wurde bereits für die goldene Transfer-Himbeere nominiert und gewann diese nach wenigen Minuten.
absoluter Slapstick, der sich in Deportivo abspielte. Auf einmal hatte man doch keinen Rechtsaußenspieler für die kommenden Aufgaben, da Marquinhos nur spielen dürfte, wenn entweder Dante oder der Keeper Kochen nicht spielen würden. Zwei absolute Leistungsträger der letzten Saison. Was blieb Kolek also nur über? Richtig, Marquinhos wird für ein Jahr nach Ibiza verliehen ohne Kaufoption. Zeitgleich musste man nochmal 4 Millionen Euro in die Hand nehmen, um mit Joran Barrera verhandeln zu können. Der 29-jährige Kolumbianer verhandelt bereits mit dem Verein, eine Unterschrift ist aber noch nicht vollzogen worden. Somit besteht die Gefahr, dass Kolek, sollte der Deal platzen, mit einem gelernten Flügelspieler auf der rechten Seite in die Saison geht. Gut hört sich anders an. Kolek wollte sich auch dazu nicht mehr äußern und winkte jede unserer Anfragen bei ihm ab, und er war nicht für ein Interview zu haben. Optimale Voraussetzungen für die neue Saison sehen anders aus. Also darf man mal wieder gespannt sein, wo das Ganze enden wird. Mit Ruhm bekleckert wurde sich hier auf jeden Fall nicht. Aber dennoch wünschen wir Ihnen viel Spaß mit der neuen Folge der Deportivo La Coruña Karriere. Viel Spaß! Ja gut, war eine super Nummer, war das gewesen. Bruder, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Ich dachte mir, boah geil, coole Außen gekriegt. Und auf einmal will ich das Spiel starten. Auf einmal sagt er, wenn sie jetzt ins Spiel reingehen, verlieren sie, weil sie Auslandsregeln nicht beachten. Wegen der Weltkugel hier. Davon darfst du maximal 2 Stück im Kader haben. Und mit Marquinhos wäre der Dritte gewesen. Jetzt habe ich nur einen Rechtsaußen hier. 2 Stück, ja. Denn mit dem Dritten hat er mich direkt nicht ins Spiel gelassen. So eine Scheiße, Alter. Nee, bei dem ist das nicht so. Der hat die Weltkugel nicht, Chat. Marquinhos und so, ich habe extra darauf geachtet, wer die Weltkugel stehen hat. Der hat die da nicht. Brasilianer, Amerika, die haben alle die komische Kugel hier. La Rubia rechtsaußen, die Zähler auf 10. Ja, das ist das Einzige, was du mal gucken kannst, aber... Da werden wir mal schauen jetzt in Zukunft, wie wir das machen. Wir werden jetzt erstmal den Dings da holen, weil der Kader ist eh zu dünn. Wir holen den jetzt erstmal. Marquinhos ist jetzt verliehen. Oder wird jetzt gleich verliehen. Spielerbilder habe ich geändert, ja. Van Persie hat jetzt gescheites Bild. Also, keine Ahnung, was das für eine Aktion war, du, ehrlich. War vollkommen safe mit allem, war super zufrieden. Das hat der nicht da gehabt, Chat. Das stand bei ihm nicht. Der ist zum Beispiel auch Brasilianer, der spielt aber schon lange genug hier. Da ist es weg. Aber die hier nicht. Hier, selbst ein Portugieser hat da drin. Der muss halt in der Dings spielen, Maudi. Der darf ja spielen. Aber dann müsste Dante raus oder er hier. Einer von beiden müsste raus. Das ist als Ausländer hier. Ich darf maximal 2 Stück stellen. Das ist halt das Problem. Jetzt verhandeln wir mit dem hier. Müssen wir schauen, ob das was wird. Zeitgleich geht er. Der wird verliehen. Beide werden verliehen. Und den hier werden wir uns noch für den zweiten angeln. Wenn das klar geht. Dass die zweite auch auf jeden Fall wieder aufsteigen wird. Kluivert hat ein anderes Bild jetzt bekommen. Das passt ja jetzt auch. Aber so sieht die zweite Mannschaft aus. Hier haben wir noch einen geholt. Der hat halt ein ähnliches Problem. Aber da schauen wir mal. Und was ich gemacht habe, Chat, ist, ich habe den Rechtsverteidiger verliehen. Das krasse Talent, was wir aus unserer Jugend haben. Weil... antrainieren, der hat nichts drin hier von uns, das wird viel zu lange dauern und dann spekuliere ich, dass er als Rechtsverteidiger spielt, sollten wir eventuell uns irgendwann dazu entscheiden, mit einer Fünferkette zu spielen, weiß man ja nicht. Und ansonsten werden wir den irgendwann verkaufen, ne? Perez ist nicht verschwendet, ne, der ist jetzt auch schon 36, hat auch abgebaut und wir wollen damit Van Hooydonk durchstarten. Der soll die da hochschießen. Und so kann Kluivert sich auf links außen bzw. auf rechts außen antrainieren, dass wir da eine neue Option bekommen. Im Laufe der Saison, wenn nicht zur neuen Saison. Das ist der Plan dahinter. Ist gar nicht, die haben noch nicht gespielt. Ansonsten steht alles. Habe ich Hosi, aber das meiste haben wir nicht bekommen. Ich habe mit super vielen Leuten verhandelt. Da stand sehr fair, aber die wollten halt nicht kommen. Und mehr konnte ich nicht machen wegen dem Vorstand. Das ähnliche Problem hatten wir ja letzte Saison schon. Plus, wir haben halt Prestige verloren, ergo, ich habe wieder schlechtere Spieler bekommen wie in der Saison davor. Aber mit dem hier haben wir auf jeden Fall einen kleinen Coup gelandet. Der hat, meine ich, bei Millwall gespielt. Ja, Millwall hat er gezockt.
Maybe wird der dann in der Zukunft auf ZOM spielen und La Rubia werden wir auf rechts außen antrainieren oder so. Vielleicht auch für den Spielertypen besser. Aber dafür müsste der an den Flanken arbeiten. Da müssen wir dann mal schauen. Shaquille wird immer reingeworfen, wenn Van Hooijdonk nicht performt. Ja, also spätestens ab der 68. Prestige verloren letzte Saison, Freddy, ja. Würdest du denn... IV brauche ich nichts mehr, Jungs. Wir haben alles in der zweiten Mannschaft. Wenn was Not am Mann, dann holen wir die hoch. Das ist ja der Plan von unserer zweiten. So, dann wäre er der Nächste, den wir hochziehen. Und ich will mir ein bisschen Geld behalten, weil wenn wir Riquelme ziehen, sind wir auch 5, irgendwas los. Und dann sieht das auch schon wieder anders aus. Plus, da wird nochmal 4 Millionen abgezogen. Also rein theoretisch geht von der Summe noch 9 Millionen runter am Ende der Saison. Ne? Das ist der Plan. Aber da schauen wir jetzt mal. Ja, gehen wir rein ins erste Spiel, würde ich sagen. Ochoa wird, da muss ich schauen, was ich mit Ochoa mache, ob ich den in den zweiten pack. Verleihen wäre mir tatsächlich zu heiß. Und Shaquille werde ich jetzt auch nicht nochmal verleihen. Da müssen wir mal schauen. Oder er geht runter und spielt für Perez. Da müssen wir mal gucken. Saisonziel Relegation. Also Aufstiegsrunde. Calejón, nee. Perez, Karriere ist vorbei. Wir müssen Kluivert auf rechts außen antrainieren. Letzte Saison hat dann auch nicht am Spielermaterial gelegen, glaube ich, sondern an unserer Taktik. Wir hatten eigentlich schon letzte Saison einen Kader für den Aufstieg in der zweiten Liga. Der hat natürlich in der ersten nicht gereicht. Aber die Taktik war einfach nicht richtig. Vorbereitung war grundsolide. Aber wir können mal gucken, welches Game wir uns angucken, Chat. Hier ist ja auch irgendjemand abgestiegen, glaube ich, ne? Chat, was haltet ihr davon, gegen Ibiza angucken? Weil Marquinhos da spielt? Dann sehen wir den wenigstens mal. Können wir den mal scouten? Ansonsten ist hier eigentlich alles wieder umgestellt. Ist gut. Ja, aber das passt hier alles, ne? So hatten wir das eingestellt. Haben wir den Spielmacher drin? Haben wir den Spielmacher reingepackt, Chat? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ja, er war drin, ne? Anweisung verstellt er eigentlich nichts. Laufwege passen auch. Erstes Spiel gegen Malaga. Mit dem werden wir es wahrscheinlich kloppen, was die Aufstiegsrunde angeht, ne? Waren die nicht auch in der Aufstiegsrunde? Haben es wahrscheinlich nicht gepackt, ne? Let's go! Let's go, let's go, let's go! Das Spiel nochmal ohne wirklichen neuen Rechtsaußen. Und das zeigt er auch direkt. Schöne Sache. Prados ist auch irgendwie noch nicht die Verstärkung, die ich mir erhofft habe. Ich glaube, ich lasse aber erstmal laufen. Ja, ich lasse erstmal laufen. Wir haben mehr vom Spiel. Jetzt können wir was machen. Ich packe La Rubia mal hier hin. Wir bringen mal Fleming. Wir bringen auf ZM mal Damien van der Vaart. Und IV changen wir den, weil er platt ist. Den Rest schiebe ich erstmal. Perfekt! Geil! Ist ja eine überragende Nummer hier. Geht gut los, Chat. Unentschieden. Aber IV direkt eine 1. Damien mit einer 4-5. Unentschieden. Ich glaube, so ähnlich haben wir letzte Saison auch gestartet. Aber La Rubia nur Gehirnerschütterung. Von daher geht das fit. Rio de Janeiro denkt über Shaquille nach. Da könnt ihr weiterdenken, wie ihr wollt. Der bleibt hier. Jens Killer bei Espanyol. Was da für Leute rumrennen, ne? Domenico Tedesco, Jens Keller. Kaufoption, keine drin. Eieiei. Ei, ei. Wobei, das geht klar. Ja, easy, Chat. Ganz easy. So, Peke wird auch verliehen. Dann haben wir ein paar, die wir verliehen haben hier. Erstes offizielles Gespräch. Vinicius Junior ist einfach nach Manchester City gegangen, ne? Richtig wild. Und direkt im Gegenzug Garnacho. Garnacho nach Real. Marquinhos ist auch weg. Der Uli Suda hat wieder ein Baba-mäßiges. Ey, Bruder, der macht gute Arbeit. Yes, Sir, den nehmen wir mit. Charakter ist auch gut. ZM, let's go. Der kriegt auch Jugendscout. Da haben wir zwei Jugendscouts. Cageball abgeschlossen. Beach Soccer. Trainerschulung. Das Feriencamp ist Blödsinn. Ja, La Rubia soll da wieder fit werden, ne? Mario Martin, ja gucke mal. Buszeit 40, was ist das denn für ein Streichholz? Serve, zweite Mannschaft. Der geht auf ZM. Und der geht auf ZDM. Nee,
Wer war hier gerade noch ZM? Aufgestellt werden ZM. Oh, Chad Bademann hat gestellt. Paris. Warum müssen die denn hier rein? Wild. Kein Mbappé mehr, Chad. Mbappé Magie ist vorbei. Perez schlichtet Streit. Dafür ist er da. Dafür haben wir verlängert. Der schlichtet die Streits. Da sind wir doch gemütlich unterwegs. René, was geht? Jo, geile Nummer. Wieso ist der denn noch nicht fit? Chat, jetzt kriegen wir Probleme. Rein zufällig. Einen Tag später sind die wieder fit. Na klar. Nächstes Spiel. Wer war da noch weg? Der Zehner, ne? Komm, wir probieren Raul König. Wobei, der ist nicht frisch. Na, egal. Nächstes Spiel. Dafür haben wir es ja, oder? Prados, Junge, ich bin ehrlich zu dir, ne? Ich habe dich als Stabilisator geholt. Was du da gerade spielst, das ist alles, aber nicht stabilisieren. Das ist eher irrigieren. It's coming home. It's coming. Football's coming home. Was ist denn jetzt hier das Problem? Ach, weil der nicht mitgenommen werden darf. Ja, ist gut. Ist gut. Der macht kein Spiel mehr, die Bratwurst. Boah, Cartagena. Ich glaube, La Rubia wollte einfach nur nicht gegen seinen Ex-Club spielen. Deswegen auf Krampf einen Tag länger machen. Was ist hier los? Ich bin ehrlich zu euch, gut sieht gerade anders aus. Wir haben wieder eine Chance mehr. Offensive muss jetzt langsam mal zünden. In der Vorbereitung sah das okay aus. Und jetzt gerade irgendwie gar nicht. Komm, Van Hooijdonk, enttäusch mich nicht. Zwei Punkte, läuft. Ein Gegentor in zwei Spielen, ist gut. Keins geschossen, auch gut. LOL! Habt ihr Dauerkarten gesehen, Chat? Hatten wir da nicht letzte Saison irgendwie 15.000? Einfach halbiert. Hm. Ja, jetzt seid ihr wieder da, ne? Solide Fans sind aufgestiegen. 10 Tage waren keinen Bock mehr. Geht nicht schnell genug. Das ist aber Pech, ne? Dass er nicht spielen kann. Ja, nominieren können wir erst Ende des Monats. Aber dann haben wir zumindest danach endlich einen gescheiten Rechtsaußen. Guck mal, Deportivas, die feiern den. Der wird rasieren, Chat. Mark my words, der wird rasieren. Van Hooijdonk fällt aus. Schöne Sache, oder? Wie seht ihr das so? Nimm den Spielmacher raus. Oder nimm wirklich den Zehner als Spielmacher. Fleming, guck mal, der braucht Verantwortung. Da läuft das doch auch so eine Scheiße. Das darf nicht wahr sein hier. Geht doch. Geht doch, Chat. Mein Gott, du, ehrlich. Fleming wollte die Note mitnehmen. 12 Tage, Mann. 2-0, Chat. Defense steht aber, das können wir auf jeden Fall sagen. Erfahrungsstufe, die nehmen wir mit. Mannschaft der Woche nehmen wir auch mit. Zweitspiel unentschieden. Das Problem ist, Chad, Van Persie hat in der Vorbereitung kein Tor gemacht und ich habe den zweimal anfangen lassen. Der hat keine Bude gemacht. Glückwunsch zur Verletzung. Scouts haben beide eine Aufgabe eigentlich. Und den anderen Scout, den lassen wir uns frei. Der soll die Mannschaften da scouten immer vorm Spiel. Der wird ja jetzt auch real scouten immer. Der schreibt einen neuen Vertrag, Charity Gala. So, das ist fertig. Da weiß ich aber nicht, ob wir da Kohle haben. Haben wir noch. 2 Millionen. Würde ich fast im Bürogebäude gehen. Das geht nicht. Warum? Weil das noch ausgebaut wird. Nee, hä? Wieso geht das nicht, Chat? Scouting-Büro muss Level 4. Das muss erst fertig sein. Fitness-Parcours, Fanartikel-Produktion. Hinken wir gut hinterher. Medienzentrum ist, glaube ich, Kokolores, ne? Medienbeliebter. Wobei Fanartikelverkäufe gehen hoch. Aber ist zu teuer. Scouting-Büro wird ausgebaut. Schulungszentrum nochmal rein. Machen wir es so.
I believe I can fly. Nächster Gegner. Junge, wie lange bist du noch? Mein Gott. Ein Tag. Ja, wahrscheinlich, oder? Ja, da gefehlt ein Zehner, ne? Boah, der Kochen, der könnte jetzt aber mal langsam Stern kriegen. Komm, wir fangen mit Van Persie an, Chat. Die Fans fordern ihn, dann bringen wir ihn. Hier fehlt immer noch jemand? ZM, ZM. Oh, boah, gegen Real. Unangenehm. Weißt du nie, wen die in der zweiten Runde geschoben haben. Paulo Iago. Ja, 4-5, Chat. Da habt ihr euer scheiß Call. Den musst du langsam aufbauen. Ihr checkt's doch nicht, ey. Jetzt stehen wir wieder da. Wie können die denn 0 Torschüsse haben und 1-0 führen? Rainer rennt da rum. Hervorragend. Van Persie, super Typ, ehrlich. Prados auch komplett Schicht im Schacht. Komm, Raul König, mach es. Let's go! Oh. Und wer trifft? Sidney van Hooijdonk trifft. Den ihr am Haten seid, Chat. Was soll denn das? Ivan Morante, der ZDM. Hier, Note 1,5. Ruhe da. Will nichts mehr hören. 6 Punkte. Wir sind am Start. Der war jetzt aber echt wichtig, ne? Der war absolut wichtig. So, Scouting. Kann ich jetzt Büro? Büro. Ab in mein Büro. Mannschaft der Woche, Sidney van Hooijdonk, die sind die alle am Haten hier. Ne? Ich weiß nicht, ob du das mitkriegst, aber die wollen dich nicht in der ersten Elf sehen. Mach die Hater stumm. Der Lachs läuft, Chat. Stimmt, was hat Van Persie für eine Eigenschaft? Den Punkt, den kann ich euch noch geben. Welche Eigenschaft hat Van Persie? Hat der Dribbler gehabt oder fleißig? PSG macht's aber spannend hier. Ja, wir können Hooijdonk nochmal von der Bank bringen, einmal. 45 Minuten kriegt Van Persie. Schlechtere Note als 3,5 kommt er raus. Fleming ist da, Puerto ist da. So also langsam aber sicher mal wieder hier unseren Kader. Und der müsste jetzt gleich in zwei. Im nächsten Spiel müsste der am Start sein. Das ist gerade auch so ein bisschen unser Problem hier. Und wir lassen Deba starten. Lange Pässe? Jo, chillig, Bruder. Der kann einfach nur noch lange Pässe, ne? Was andere kann er nicht. Chillig. Fernschüsse. Let's go. Dem hier können wir auch nichts sagen. Für Fleming ist das zu früh jetzt. Den können wir maybe ab der 68. bringen. Nehmen wir das mal raus. Der ist auch kein Spielmacher eigentlich. Spielen wir auch nicht Spielmacher. Junge, der ist doch nicht mal bei dir in der Links. Hör mal, der spielt in der zweiten Mannschaft. Holt der hier rum, ey. Und Persi Sturm, dann haben wir weggemacht, ja. Komm. Nice. Nice. Eigentor nehmen wir mit. Morante schon zweite. Ne, erste Vorlage davor Tor, ne? Vielleicht ist das so ein bisschen seine Breakout-Season. Und er merkt, nächster Spieltag rechts außen am Start, er will Gas geben. Huerto, die Noten sind gut. Shaquille, Bruder, das ist nix, du. Kannst du froh sein, dass wir 2-0 führen? So sollte das aussehen. Boah, ich will nicht den IV jetzt bringen mit Form 7. Ich lasse die Verteidigung. Das Einzige, was wir machen können, ist Fleming bringen. Ich kann nicht die Verteidigung ändern. Leck mich doch, das gibt's doch nicht. Ey, Dante, du Vogel, ey. Ja, aber guck mal, Chat. Nächster Spieltag, neuer Rechtsaußen. Auf einmal macht der Rechtsaußen Doppelpack. Der merkt, da kommt wer. Joe, weil wir niemand anders hatten, deswegen. Der wird immer mal wieder hoch, mal runter. Aber das sieht gut aus. 4 Punkte vom ersten weg. Wir sind auf jeden Fall da. Es geht in der richtigen Richtung. Ist das hier Neymar oder? Bieten die mir denn hier einen 2,5 Sterne 31-jährigen Keeper an? Was soll ich denn mit dem Torwart? Fehlenreuter! Die haben alle keine Kohle, Mbappé, ey, du Flasche. So.
Da sind wir doch wieder. Ich sehe jetzt hier nominiert die Bratwurst. Isa Chat. Alle nominiert. Können wir alles schieben, wie wir wollen. 2 Punkte mehr als letzte Saison. Die hätten letzte Saison auch nicht gereicht, ne? Die 2 Punkte. Yo, chill. Chill doch, Brasser Louis. Hella, gute Form. Also ein kleines Formspiel, war gut. Heudi wieder Sturmtank. Prim mit einer 72. Das ist sehr nice. Teamdynamik. Und faire Gehälter einer. Smolly zu Van Heudong. Können wir den so... Geht nicht. Geht er nicht, leider. Wie, der hat die Kugel. Wie, der hat die Kugel. Die war doch die ganze Zeit nicht da, die scheiß Kugel. Ey, wir haben 6 Millionen verbrannt, Chat, ne? Ich probiere das jetzt so, ist mir scheißegal. Er ist nur verletzt. Er ist nur verletzt. Dann denkst du, der macht mal einen Sprung. Verletzt. Mann, Junge, du warst gerade gut drauf. Bebo, ich dachte, der hat in Europa gespielt vor seiner Station. Das war so ein typischer Name, der in der La Liga unterwegs war. So ein Scheiß, du, ehrlich. Davon ab muss ich zu meiner Verteidigung sagen, ich hatte keine Zeit mehr. Wieso ist der jetzt rot? Also ich glaube, wir können wirklich festhalten. Das ist in allen Karrieren zusammengefasst. Mit Marquinhos zusammen. Der dümmste Transfer aller Zeiten. Ich glaube das doch jetzt hier nicht, oder? Was ist denn jetzt hier? Ich hab's doch, du hast gesagt, dass der jetzt mit der Nationalmannschaft weg ist. Wenn wir ein Spiel haben. Ich habe keinen Rechtsaußen im Team. Ich habe niemanden. Ich habe keinen. Wir machen kleine Bank. Kleine Bank, Chat. Du gehst da, wo du hingehörst, im Mülleimer. Tschüss. Kleine Bank. Shane ist dann da gar nicht so weit. Shane muss erstmal die Position lernen, Junge. Das ist doch, also... Egal, der Pablo war gut drauf, Chat. Sidney van Heudong, wo sind die Hater? 1,5. Was machen Sachen, Chat? Mittelfeld aber gerade gut drauf. Lass laufen, Baby. Lass laufen. Paul Prim. Van Heudong. Gegentor ist scheiße. Note 1. Note mitnehmen. Shaquille O'Neal macht den nächsten jetzt. Den nehmen wir runter. Fleming kommt rein. Und der kommt rein. IV nehmen wir runter. 3-1. Doppelpack. Sidney van Heudong. 12 Punkte. Ich weiß nicht, was Malaga da feiert, aber gegen die haben wir unentschieden gespielt. Heißt, wir sind mindestens genauso gut. Dante in der zweiten. Ich habe ja nur einen IV auf der Bank. Also IV ist genau abgetimt. Wenn sich einer verletzt, dann haben wir ein Problem. So wie es jetzt ist, aufrechterhalten. Boah, dann würden die sich alle überragend entwickeln, ne? Morante Erfahrungsstufe. Der hat auch eine Saison gebraucht, ist jetzt da. Wie sieht's aus mit Verlängern? Option. Rein. Anonyme Spende. Dankeschön, Chat. Kuss. Sehr süß von euch. Niemand hat jemals von direkten Verstärkungen gesprochen. Ist auch richtig. Bürogebäude. Können wir neue Mitarbeiter holen? Müssen wir mal schauen, was wir da gleich nehmen. Ich wäre tatsächlich für Produktion, oder? Günstigere Produktion, Artikel können gleichzeitig. Ja, mal fertig, Junge. Wir brauchen Einnahmen. So. Du bist jetzt wieder da. Der Dante geht jetzt mal raus mit 41 und du kommst jetzt mal rein. Kannst du mal zeigen, hast du dein Debüt, bist du auch da, bist du nicht bei der Nationalmannschaft, haben wir uns hier nicht den zweiten Merschel 2.0 geholt? Nein, haben wir nicht getan. Der macht das jetzt, der Jalan. Jalan Barrera Ratze. Ich sage jetzt schon mal, Chat, der macht mindestens eine Vorlage. Dank mir später. Mitarbeiter, was wäre denn wichtig, Chat? Marketingmanager, Sportdirektor.
Wo ist er denn hier? Spanien, mal fertig. La Cucaracha, wir nehmen einen guten, aber der muss Geld ein bisschen machen. Mach. Seh zu und mach. Oh, wo Dante wegen Haare. Eigentlich hätte Dante auch Marketing-Manager werden können nächste Saison. Kein Zweikampf aus dem Weg gehen. Treti kaputta. Sidney van Hooydonk. Perfekt. Ist was oder ist irgendwas passiert? Die haben das nicht verstanden, ne? Die sollten die Gegner kaputt treten, nicht sich selber. Wenn man anfängt. Noten wieder alle gut? Barrera, zack, da ist er, Chat. Let's go. Dann nehmen wir erst den raus. Bringen Dante jetzt hier hinten. So. Van Persie vorne. Und Abfahrt. Zack, hier Van Persie. Weil ich weiß, wie man mit dem umgeht. 3-1. Schön. Ein Punkt. Ich weiß ja, was ich hier mache. Ich wollte nur ein bisschen für Spaß sorgen, Chat, mit den Transfers. Jetzt ist es raus. Traumeinstand. Oh Mann, das kann auch was geben hier. Recap, 3 Wochen. Ey, der macht da weiter. Den kaufen wir nicht, Chat. Achtet mal bitte. Ui, 11 Millionen, chillig. Nur mal gucken. Gut. Und wieder 4 Wochen oben drauf. Geil. Ist ein Töftet. Morante schon wieder drin. Nein! Aber egal, war nicht so schlecht. Trainiert sensationell. Und Riquelme, herzlichen Glückwunsch zur Verletzung. Sweet. Guck mal, Chat. Der nächste im Anmarsch. 72. Geil. Geil auch, dass wir wieder die ganzen Verletzten hier haben. Der 6 Tage könnte da sein wieder. Sind wir mal ehrlich, hätte es auch den Brasilianer behalten können. Ja, jetzt am Ende. Nee, der hätte nicht getroffen, Chat. Am Ende des Tages war das alles Quatsch, was wir hier gemacht haben. Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. So wie wir das so dribbeln, hätten wir den behalten können. Ist absolut richtig. Mann. Einmal die Gruppen. Ui, die Gruppe, die hat aber in sich hier. Ja, Gurkengruppe. Gurkengruppe. Ja. Bro, kann das sein, dass Bayern immer mit Salzburg reinkommt? Das ist wieder eine typische Bayern-Gruppe. Oh, so eine Hurdi-Gurdi-Truppe. Selbst in FM der Bayern-Bonus ist so, ja. Ja, Rieke. Aber dann spielt der Meller, der hat gerade auch einen guten gemacht. Geht der ab in eine Tonne. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch so wieder rein. Puerto hat auch ein gutes Game gemacht. Er sowieso gerade. Dante von Bank war auch gut. Sensationell. La Rubia, du musst halt echt mal Dings, ne? Ihr müsst euch vertragen, ansonsten. Wenn du ablehnst, dann spielt Fleming. Das gucke ich mir jetzt nicht an, das Spiel. Spielst du erst wieder, wenn ihr euch hier vertragen habt. Wir werden ihnen das Leben schwer machen. Sidney van Hooydonk. Barrera. Muss ich mir ja anhören, dass meine Transfers Dönekes sind. Wo denn? Ich sehe das nicht. Weiter geht's, wir lassen laufen. Und tauschen die beiden. Läuft. Und wieder läuft. Zweiter. Schön, schön, schön. Van Hooydonk zum 3. Mal drin. Unsere zweite hat auch gewonnen.
Kochen hat an Schwäche gearbeitet. Wir sind da. Allein können wir mal abchecken. Die bedanken sich hier alle. Der Mitarbeiter ist am Start. Das müssen wir jetzt einmal umstellen, bevor ich das vergesse. Van Heudong ist wieder drin. Dante auch wieder. Ey, von der Bank her. Dante, von der Bank eine Bank. Mitarbeiter, Aufgaben übertragen. PR. Marketing, Ibagazza, du machst das jetzt. Mach mal schön Dings da. Verkäufe. Und die haben aber alle Form hoch. 7 Spiele zockt. Na gut, der ist ein bisschen schlecht. Zockt auch. Zockt manchmal. Manchmal spielt der Chat. Diese Unruhe, die muss bleiben gerade, ne? Kann das sein? Neue Partnerin. Kläuber bei Flanken verbessert. Stärker, stärker. Zweites Spiel unentschieden. Ich glaube auch, einen Brasilianer nach Ibiza zu verleihen, ist vielleicht auch nicht so eine gute Kombi, ne? Aber guck mal, Chat. Mannschaftsstärke? Stabil. Alle über 70. Oh, der hier ist gerade am Gas geben, ey. Boah. Kann ich dem jetzt vielleicht Dings? Ja. Jetzt geht's. Geht nicht mehr. Irgendwas wollen die machen. Teamdynamik. Unfaire Gehälter sind auch schon mal weg. Schön. Hierarchie. Überschaubar. Ja, wir haben gerade einen Groove. Finde ich gut. Van der Vaart auch auf einer 65 jetzt. Der lässt sich so ein bisschen mitziehen. Wenn Fleming startet, dann können wir Fleming spielbarer machen. Ja, der ewige Dante, Alter. Der Typ. Wird 42, 78. Weiter geht's. Wir können auch mit einem Mann weniger auf der Bank. Ist nicht schlimm. Gebt euer Bestes. Pau Prim. Meller mit Vorlage, Pau Prim mit Gelb. Gut. Bringen wir ihmchen. Verteidigung wieder stabile Noten. Das ist wichtig auf jeden Fall für Puerto. Und geht auch für ihn, dass die eine Aufwertung kriegen. Fleming eine 4. Nicht so geil. Aber wir lassen laufen, weil ich glaube, Heudong wird jetzt einen machen. Oder Barella hier. Barrera, Barello wird einen machen, Chat. Schön. Heißt, wir können auch zeitgleich Damien Zeit geben. Wir können wieder unseren Standard-Move machen und eine Note mitnehmen hier hinten. Und wir können Big Shuck bringen vorne. Ui, Doppelpack und Van der Vaart Vorlage. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Wir bleiben einen Punkt dahinter, sind aber immer noch ungeschlagen. Cardis hat schon verloren. Wir haben eine bessere Defensive und der Sturm ist gleich. Sag ich euch ehrlich. Das spielt gerade alles für uns hier. Beste Spieler. Heute auch nur einen hinter dem Topscorer. Und Van Persie Erfahrungsstufe erreicht. Der ZM ist auch gut. Der ist von Anfang an da bei uns, ne? Dieser Jairo. Van der Vaart geht auf eine 67. 73 Van Persie Chat. 4 Millionen Mark wert. Geil. Könnte zur Not auch auf der Flügel spielen, ne? Hey, jetzt wird's ein Team, Alter. Jetzt wird's ein Team. Und danach kommt schon Ibiza gleich. Ich bin mal gespannt, wie das im 3D-Spiel sich anfühlt dann. Weil wir sind gerade so ein bisschen, nicht Mannschaft der Stunde, aber nah dran. Wir sind da ganz nah dran, Chat. Oh, die Perle prüfen, Chat. Yo, na, ach, da war der zweite Mannschaft. Das ist eine Frechheit.
Wir können einmal die Chicks abchecken und zweite Mannschaft Tabelle. Dann haben wir da auch schon mal einen Überblick. Wie lange ist der wieder verletzt? 2 Wochen. Zweite Mannschaft. Ergebnisse. Sieht auch gut aus, Chat. Sind oben mit dran. Ohne wirklichen Stürmer gerade. Aber darauf können wir erstmal aufbauen. Privater Bereich. Lucilla, ey, Chat. Intelligenz 1 von 10. Fußballbegeisterung 1 von 4. Intelligenz 1 von 10. Ey, mal sehen. Wir gucken mal, Chat. Wir gehen mal ins Kino. Geht nicht? Kino? Was ist mit Kino? Ich nehme die mal mit zum Sprachkurs. Die ist froh, Chat. Die Lucilla. Oh, du machst einen guten. Das gefällt mir. 3,4 Millionen Marktwert. Jetzt gehen noch mal die Marktwerte hier hoch. 4 kochen. Stärker werden. Ah, Defense kommt gerade. Gefällt mir. Der ist noch nicht so angekommen, ne, bei uns. Obwohl er Spanisch kann. Er profitiert jetzt so ein bisschen von dem Ausfall. Macht's aber gut. Prados scheint es ja auch ein bisschen immerhin gefangen zu haben. 5,3 Millionen. Dortmund, ey, die fliegen raus, Chat, ne? Was sagt ihr denn jetzt bei Dortmund, Chat? Wann Trainerwechsel? Wann? Wann sitzt Nuri Sahin endlich auf der Bank? Und tut das, für was er geholt worden ist. Nicht vor Saisonende. Beim nächsten Punktverlust im Sommer. Aber glaubt ihr, es gibt noch ein Szenario an die Dortmunder Fans jetzt mal im Chat oder maybe auch im YouTube-Video. Glaubt ihr, es gibt noch ein Szenario in Dortmund, dass der spätestens Ende der Saison nicht geht? Beziehungsweise dann gehen muss? Champions League-Sieg. Also ich kann es mir fast auch nicht vorstellen. Das wirkt bei Dortmund irgendwie gerade eher so wie Stillstand. Wie irgendwie eine Entwicklung. Tisch ist fertig, selbst ich kann mir die Kacke nicht mehr an. Wette mal durch. Achso, gegen Ibiza. Ja, ja, kannst gegen Ibiza. Ibiza ist 3D-Spiel. Einer für Schalke. Wir haben schon so einen bei uns gehabt. Der hieß Peter Knebel. Der hat auch schöne Reden geschwungen. Boah, gegen den Fünften. Immer gefährlich. Boah, ist aber so ein kleiner Kartensammler, du, der Pau Prim. Aber das Gute ist, wir können gerade mit einer 73 von der Bank reagieren. Und das ist hervorragend. Boah, Fleming, was mach ich mit dir? Die ist ein bisschen ausgeglichen, die Nummer hier. Junge, liegt das an der Position, dass die immer gelb kriegen? Van Persie, irgendwie den Punkt mitnehmen. Irgendwie! Verdammt! Balumpi! Beschert uns die erste Saisonniederlage. Ah. Prados ist eh was? Wo wird die Sensation? Riquelme Verstärkung, guter Griff. La Rubia. Was ist jetzt hier? Wird euch jetzt mal vertragen oder? Ich werde mal ganz kurz einen Trainingsdings der Erholung hier reinballern. Für die Gruppen. Einmal kurz rein erholen. Verletzte kann man schlecht bewerten. Der Riquelme, der war auch verletzt, Junge. Der wurde auch bewertet. Wenn der verletzt war, wenn der verletzt ist, dann ist das auch einfach ein scheiß Transfer. Ibiza ist 14. Wo spielen die denn, Alter? Im Gladbecker Stadion? Was ist das denn hier? La Rubia sucht Gespräch. So, wir haben Baukosten, hätten wir noch 1 Million. Noch immer leicht angeschlagen. Was? Ja, Chad, kein Stress mehr im Team. Ja, dann bleibst du erstmal draußen, sonst geht das Geheule wieder los. Wir haben 1 Million noch. Infrastruktur. Aber wo hauen wir die jetzt rein? Eine hätten wir über. Trainingsplätze 7, das passt eigentlich alles. Können Wellness nochmal machen. Haben wir 2% weniger Verletzung nochmal on top. Denke, das ist nicht so unclever.
Was kostet Bürogebäude? 1,5. Hätten wir uns nicht leisten können. Bürogebäude können wir im Winter noch mal rangehen. Ich glaube, jetzt müssen wir auch durch sein. Ja, wir können im Winter noch mal Bürogebäude machen. Ibiza! Welcome to Ibiza! Kann man auch was ausbauen, was man hinterher wegen fehlender Baugenehmigung abreißen muss, würde dann zu den Transfers fallen. Wir sind hier in Spanien und nicht in Deutschland. Und ich hole Mr. 3D-Spiel-Chat. Mr. 3D-Spiel kommt in den Kader. Aber wir brauchen noch einen, ne? Shane Kloiwert ist zu früh. Ich würde sagen, wir gehen rein, wa? Gibt doch keine Siegprämie gegen Ibiza, Alter. Was habt ihr denn gedacht? Müssen wir hier einen auf die Bank packen? Wir holen einen Jugendspieler, Alter. Was geht denn hier eigentlich ab? Hier, der Torwart, Junge. Wenn Not am Mann ist. 70? 69. Das wäre einer, Chat. Wette schon durch. Dante nicht starten, ist zu langsam, Alter. Dante hat 35 Pace, ey, da muss sie los. Die sind ja alle im stabilen 70er Wert. Dante zu langsam. Let's go. Mach ich die Musik aus? Bobadilla, so. Spielt er nicht? Krasse Atmosphäre heute. Spielt nicht. Stadion. Beide Mannschaften haben sich bisher so ein bisschen. Passt die Lautstärke, Chat? Oder ist zu laut? Von daher gesehen könnte das heute für beide ein richtungsweisendes Spiel sein. Auf jeden Fall, Tom, das Stadion erstaunlich gut gefüllt. Die Fans halten ihrer Mannschaft die Treue und ich hoffe für die Zuschauer, dass die Mannschaft das auch passt, lohnt, indem sie besonders gut spielt. Also das wir müssen wieder umstellen, ne? Was war das denn hier nochmal? Wir lassen mal auf 60, ne? Ganzes Spiel zum Tor, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Dings und Abfahrt. Bruder! Stadion ist geil, ne? Hey! Wichtig! So, und jetzt Attacke! Schön, schön, der kommt! Kommt gut! Er macht einfach Roulette, perfekt! Diese dummen Grätschen. LOL! Den kannte man doch. Guck mal, da hinten fährt DHL im Hintergrund-Chat. Torwart, gut. Vargas, genau, Vargas war das. Ruben Vargas. Jetzt, jetzt! Geh! Der trabt da zum Ball! Das habe ich jetzt nicht gesehen, ne? Die rennen mit vier Leuten. Da kann keiner Verantwortung übernehmen, Chat. Die haben alle die Verantwortung abgegeben. Keiner wollte schießen. Das ist rot. Machen die denn da? Aber wir sind besser drin. Perfekt, da sitzt nur einer an der Ecke. Mann, guck mal, zwei Fans in der Ecke. Da sitzen einfach nur zwei und einer hüpft da rum. Mann! Fleming ist ja überhaupt nicht da und hinten stehen wir Mann gegen Mann. Torwart. Was ist das denn für eine Annahme? Junge!
Das ist nicht der Auswärtsblock. Auswärts ist komplette Haupttribüne. Junge, reicht mal mit deinem Roulette? Oh, was ist denn da los? Offensive ist irgendwie dünner, ey. Natürlich trifft der, oder? Ja, das ist Weltklasse Fußball. Was für ein Tor. Also der braucht zwar viele Gelegenheiten, aber... Kommt direkt die Antwort. Was ist das? Kriegt er noch? Schönes ist... Oben raus. Oben raus! Was macht der da? Stark. Der Persi macht's gut auf außen. Flank rein. Ach du Scheibenkleister, ey. Gut. Fleming. Schieß! Jetzt schmeißt ihr noch mal runter da, Alter! Und krieg gar keine Karte. Chillig. Die kommt. Immer zu weit. Fleming. Das sind... LOL! Was macht der Torwart denn da? Ey, Chat, die haben eine Chance. Eine Chance. Zeigt's ihn und wir öffnen und stellen auf volle Pulle, Alter. Hier mal 50-50. Stellen hier mal 45. Ja. Mach! Was für gelbe Karte, bist du Panne oder was? Das ist ja nix. Oh, was ein Loch. Was ein Loch. Wichtig. Wichtig. So, jetzt gib Gas. Komm doch entgegen, ein bisschen. Kann ich hier was erzählen? Angreifen, los! Schön. Reicht doch mal! Das ist immer der gleiche! Der ist drin, Chat. Tor. Roberto Carlos. Ach, Junge!
Ja, lass ihn laufen, du. Ey, chillig, Bruder. Wechsel nochmal. Das ist doch nicht normal. Wie können wir hier hinten liegen in dem Spiel? In der Mitte jetzt! In der Mitte, Mann! Perez Zeit ist auch vorbei, ne? Ja, mit dem Wechsel musste man eigentlich rechnen. Und der neue Mann hat jetzt die Gelegenheit, ein paar Akzente zu setzen. Volle Möhre. Bring noch einmal frische Kräfte. Weil das können wir uns auch schon knicken hier. So, mindestens Sturm dann raus, ja. Das scheint so gut wie fest zu stehen. Yes. Wunderbarer Pass. So, den muss er jetzt verwandeln. Also ein bisschen mehr hatten sich die Fans in dieser Situation schon erhofft. Ja, wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Und da werden wir jetzt wohl gleich. Perez Zeit ist vorbei, Chat. Perez kann's knicken. Da geht nichts mehr. Schiri, verpiss dich doch mal da! Mein Gott, der hat den Spieler irritiert. Abfang, fang doch den Ball ab. Meine Fresse, Perez, Junge. Schönes Zuspiel jetzt. Jetzt hat er den Platz. Ja, ich kann von meinem Kommentatorplatz aus sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Und es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Ja, die Abwehr steht klasse, souverän. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Knapp aber verdient. Dieses 1:0, es geht in Ordnung. So, das war doch. Du rennst mit 4 Leuten alleine aufs Tor zu, mit 4 Stück, und keiner traut sich zu schießen. Mann, Alter. Perez haben wir jetzt gesehen, die Zeit ist vorbei, Chat.
Die Einwechslung hätten wir uns gnadenlos sparen können. Ja, chillig, ey. Mann! Percy war ja noch einer der Besten, Alter, gefühlt. Kluivert, Ochoa hat genetzt. Kluivert Erfahrungsstufe 67 als LA. Du sollst zwar RA trainieren. Ah, kommt aber langsam. Ah, Diego Kochen, AO Wunder. Vorbereitet, du wärst vermutlich anders gewesen. Kann gut sein, ja. Safe. Aber ist das, Chat? Wir haben das erste Spiel haushoch gewonnen, das zweite auch noch solide und dann haben wir zwei verloren? Ich weiß das gar nicht mehr. Raul König, Schädelbruch. Super, der ist weg vom Fenster. Hat sie ausgekönigt. 1 Million. Cool. So, und jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt will ich was sehen hier. Gescheiten Fußball jetzt hier. Topformlos. Ich will eine Antwort sehen. Ich will eine Reaktion sehen jetzt. Schön. Ist doch schön. Paul Prim mit einer 1. Van Hooydonk, wie zu erwarten, mit einer guten Note. Mit einer guten Bewertung. Aber den muss ich jetzt runternehmen. Das ist mir zu hot. Da muss aber er gleichzeitig mit runter. Und da bringen wir... Machen es so. So und Dante tauschen mit Puerto. Und dann schieben wir durch, weil wir wieder besser sind. Liegt da 2-0 nach. Kelme vielleicht noch nicht so weit. 25 Wochen, Bruder. Marktwert wird so brachial in den Keller gehen. Das Ding ist durch. Dann kommt die Auf- und Abwertung, wo er eine Abwertung kriegen wird, weil zuletzt verletzt. Dafür brauchen wir gerade das Geld dringender. Mannschaft of the Week. Martinez. Paul Prim. Oh, der ist gerade ein bisschen, der spielt sich gerade in Rausch. Und er von der Bank auch immer gut. Räumt beim Arbeitstrainer ab. Ja, Junge. Du darfst ja nicht vergessen, Philipp, im Winter ist ein anderer Markt wie im Sommer, ne? Wenn da Verträge auslaufen, kannst du den einen oder anderen Schnapper schon machen. Aber der wird safe ein Downgrade kriegen. Fighter, das musst du zum Start einstellen. Mit privater Bereich oder ohne privater Bereich spielen. Bevor du den Verein wählst, kommt so ein Fenster. Da kannst du es anwählen. Dortmund letzter. Chillig. Sociedad einfach erster. Zweite gewinnt mit 5 Toren. Und Van der Vaart hat alle Trainingsziele erreicht. So wollen wir es doch sehen. So, König ist weg. Und mit